Für alles fließt waren wir in den Kasel-Studios in Rohrsdorf bei Dresden. Das ist ein Studio, das hat unser Keyboarder Michael Nass ausfindig gemacht. Wir kannten das gar nicht. Wir wussten, da kann man auch drin wohnen. Direkt nach dem Frühstück loslegen. Das hat sich auch das sehr ausgezahlt bis jetzt. Es gibt nicht mehr so furchtbar viele Studios, wo man als Band auch live aufnehmen kann. Die meisten Studios, die es mittlerweile gibt, da sitzt einer mit irgendwelchen Computern und dann wird ein Ding nach dem anderen gemacht. Aber so, dass man als Band auch wirklich die Grundtakes aufnehmen kann, wo ich übrigens auch direkt drauf singe. Muss schon sagen, du hast Nerven, da du dich noch ins Herz raus. Ob in Tränendrüse drücke willst, doch ich kenn dich genau. Also in dem Fall war es so, dass der Ulle mir schon die ersten Demos gegeben hat, unmittelbar nach der 16er-Tour. Hat dann eben geschaut, was resoniert, ne? Und wo kann er sich was vorstellen? Also die Songs, wenn man die in Entstehungsreihenfolge liest, erzählen die eigentlich einen Roman. Die erzählen eigentlich, wie es mir gegangen ist in diesen Zeiten. Das erste Stück, Ruhe vom Sturm, das ist einfach alle meine Ängste seit der Trump-Wahl. Bin ich nur am Träumen? Oder ist das wirklich wahr, da die Weiche längst gestellt und alles unaufhaltsam rollt? Skrupellose Bauernfänger, weltweit an der Macht, schwarmdemente Spieße, Hanse brav dahin gebracht. Ich stelle mir das immer, die Songs so wie so Filmszenen vor und versuche dann irgendwie diesen Charakter zu extrahieren und dann daraufhin nochmal das Lied neu anzugehen, unter Berücksichtigung auch dieser ganzen tollen Musiker, die wir da haben und dieser vielen, vielen Farben. Die nächsten Stücke waren auch alle von dieser etwas schwereren Sorte, so, wo man auch nachts schon mal wach wird und denkt an irgendwelche Sachen, die einen nicht wieder einschlafen lassen. Und es ist bei mir sehr oft so, dass ich das Gefühl habe, ich lege mich zum Psychiater Niedecken auf die Couch und lasse raus. Und wenn dann alles draußen ist, dann kann es auch mal wieder heiter werden. Noch nicht, komm Rob. Bei mir ist das gut. Komm Rob. Ja, warte mal. Komm Rob. Irgendwie der Wahnsinn, es funktioniert. Oh, wenn uns Freunde endlich kaum mehr verstehen. Irgendwie der Wahnsinn wird der Rob Tournee. Genau gesagt, Rob Polizei. Ich wollte vor allen Dingen jetzt nicht so den Berufsjugendlichen machen, irgendwelche Stücke schreiben, die, wo man eigentlich dran fühlen kann, ey, das hat der Alte gar nicht erlebt. Ja. Ich will schon aus der Perspektive eines jeden Moment 70-Jährigen schreiben, weil sonst würde ich mich ja für mich selber auch lächerlich machen. Also ich muss mich ja in den Stücken erkennen. Der Blickwinkel verändert sich ja immer. Ich habe ja die ganzen alten Stücke, wo ich aus einem anderen Blickwinkel geschrieben habe, wo ich dann auch heute sage, okay, die kann ich noch spielen, aber der Typ bin ich nicht mehr. Wir haben natürlich bei der Arbeit am Album nicht daran gedacht, dass Wolfgang wird 70, ist das überhaupt ist vielleicht das letzte Bab-Album oder so, ne? So haben wir nicht probiert ranzugehen. Wenn ich jetzt nicht darüber nachdenke, dass ich jetzt dann demnächst mal 70 werde und mich keiner darauf aufmerksam macht, aus meiner Innensicht fühlt sich das irgendwas mit 50 an. Ey, endlich schade, dass ihr rechnet, du bist. Da wirst du manches bloß gehen fahren im Wind. Ich hoffe nur, dass du zwei Frauen nie vergisst. Wo komm mal her und wo ja mal hin. Klar, man merkt natürlich, die Zipperlein kommen. Ne? Also ich hoffe, dass ich das möglichst lange noch machen kann. Ich liebe ja meinen Beruf. Ich finde das sensationell, die Energie, die von der Bühne kommt, die dann zurückgeworfen wird und mit neuer Energie angereichert wird, was dann auf der Bühne wieder ankommt. Das ist ein Ping-Pong-Spiel, das kann einen schon süchtig machen. Und das ist schon was ganz, ganz Großartiges. Das ist auch wirklich ein Privileg. Mit St. Pauli in New York, ne? Ja. Marketing macht. Wenn du neben Fußballspielern stehst, ne? Die sehen aus wie Kinder, ne? Ja. Das ist. Die haben noch keine Zigarette, die haben kein Bier getrunken, die haben denen keine Zigarette, die haben eine Haut wie so norwegische Jungfrauen. Das ist verrückt. Muss man erstmal überhaupt informieren, was Jay-Z ist. Ne? Ja, schlau gemacht. Ich habe meine Frau gefragt, die wusste es auch nicht.
Meine Töchter waren in Berlin, die konnte ich nicht fragen. Und dann habe ich mich eigenmächtig an Google gewandt. Und dann habe ich es rausgekriegt. Also, wird jetzt nicht einer sein, wo ich dann in Zukunft von Platten kaufe. Es gibt, weil eine Sache könnte dich interessieren. Es gibt so einen Hoshi, der heißt Danger Mouse. Und der hat die eine Platte von Jay-Z mit dem White Album von den Beatles gekreuzt. Und also wirklich so Beat auf Beat. Ne? Und das ist also 2000 bis 2010, glaube ich, eine der meistgehörtesten Platten von mir gewesen. Ja, Wahnsinn. Mein Freund Christoph Nagel, der beim FC St. Pauli das Museum macht, der hat dem Wolfgang mal meine Single mit dem St. Pauli-Song draufgegeben. Dann habe ich wahrscheinlich wieder 2,5 Jahre noch geschleimt, dass ich den unbedingt mal kennenlernen möchte, weil ich so großer Bab-Fan bin. Und ich bin bei solchen Sachen relativ hartnäckig, muss ich sagen. Und dann dann war es wirklich mit Absurdistan einfach, ne? Keiner weiß, wie lang die gleiche Halle ohne war mir Zins und Zins und Zins bezahlt. Zum Beispiel bei der neuen Platte war das für mich zum Beispiel wahnsinnig wichtig, dass ich mich nochmal bei Bab so durchgegraben habe und dann einfach dieses Ding von wegen so, nee, wir schreiben jetzt lange Texte. So, muss ich, tut mir leid, dass ich das immer wieder sagen muss, aber Bahnhofskino, das ist für mich im Pantheon der deutschen Kunst, ist das so dermaßen weit oben und ich sag mal so, das ist nicht der kürzeste Text der Welt, sondern es ist richtig, richtig lang und es ist richtig, richtig tief und das hat mir zum Beispiel einfach wahnsinnigen Mut gemacht dann für die Junkies und Scientologen-Platte und sowas und einfach so eine ungewöhnliche Instrumentierung von Sachen, mutig sein in der Kunst, das habe ich, da bin ich glaube ich so seit Mitte der 30er, also als ich dann endlich aufgehört habe, so Hardcore-Mist zu hören und sowas, da bin ich da eingestiegen und da wurde geklaut ohne Ende, das kann ich euch schwören, merkt keiner, weil ich gut bin im Clown, aber geklaut wurde nicht. Freut mich aber sehr zu hören, also... So, das ist, ich sag das manchmal so, nobody makes music like this nowadays anymore und sowas. Es gibt für alles eine Antwort, es gibt für alles eine Zeit. Aber ich frage mich heute ab, wie oft und hab ich eine Wahl? Und wie häufig schlägt dein Herz, wie häufig siehst du Himmelwärts? Und wie häufig schlägt auf, freust du dich darauf und Jay-Z singt uns sein Lied. Anfangs, als er mich angerufen hat, habe ich gesagt, wir machen irgendwie eine Springsteen-Nummer oder so. Und was ja auch gegangen wäre, aber was er dann vorgeschlagen hat, habe ich mir dann mal in Ruhe angeschaut. Ich kannte die Nummer vorher schon und habe sie aber dann beim Hören und beim, soll man sagen, Text mal ausgedruckt. Und dann habe ich sie eigentlich erst verstanden. Ein Lied für seine Tochter. Das kann ich ja mitreden. Ne? Als Vater von Töchtern weiß man genau, was einem da vorgeht. Wolfgang, ich halte das nicht aus, wenn du über meine Musik sprichst. Nee. Mir platzt wirklich der norddeutsche Schädel. Wow. Der Deich hält über Nacht, das ist wichtig. Alles andere liegt in Gottes Hand. Ja. Ich war von der Kunstfertigkeit so hingerissen. Und das hat mir in dunklen Stunden immer viel bedeutet, ganz nachts, ganz tief Bab zu hören. Hier ist für euch Wolfgang Niedeck. Methadon-Programm, wenn ich dann ein Stück mal bei Kollegen mitspielen darf, das ist wunderbar. Das hilft einem über die Zeit. Hey, Dankeschön! Hey, vielen Dank! Tschö.
4 Songpoeten mit Wolfgang Niedecken. Jawohl, und da ist er schon. Ich freue mich auch wieder im März hier meine Liste vorstellen zu können. Und da am 8. März ja am kommenden Sonntag der Weltfrauentag ist und Nina Hagen am 11. März 65 wird, dachte ich, es wäre mal an der Zeit, in diesem Monat bewusst mal eine Sendung mit hohem Frauenanteil zusammenzustellen. Fangen wir an mit Nina Hagen, unbeschreiblich weiblich. Wir sind hier beim WDR, WDR 4, und da mache ich seit über 2 Jahren jeden ersten Dienstagabend im Monat meine eigene Radiosendung. Ich darf machen, was ich will, weil das ist anscheinend genau das, was die auch wollen, nämlich Musik von einem erwachsenen Mann, der ja auch über vieles erzählen kann, sein eigenes Repertoire hat. Und das macht einen großen Spaß, die Songs auszudenken und die Anmoderation. Macht wirklich großen Spaß. Leider kann ich es nicht jede Woche machen, weil das würde zu viel Zeit aufnehmen. 1 Million Lügen, um dich besser verkaufen zu können, ist alles, was du je hattest. Glaub nicht an Liebe, glaub nicht an Hass, glaub an nichts, das du nicht verschwenden kannst. Stupid Girl, und es singt Shirley Manson von der Band Garbage. Ja, also meine WDR-Verbundenheit, das geht ja noch vor BAP los. Ich habe ja, als ich Student war, beim WDR als Auswärtsgrafiker gearbeitet und so lange immer gearbeitet, bis ich so und so viel Geld wieder hatte und dann konnte ich wieder malen. Ja, und dann natürlich bin ich dem WDR natürlich auch sehr dankbar, dass es damals diesen Wolfgang Neumann gab, der einfach nicht die Single gespielt hat von unserem für Usteschnigger-Album. Das war damals Jupp, der hat einfach verdammt lang herlaufen lassen und auf einmal haben das alle dem nachgemacht. Also nicht geplant, so wie das bei BAP sehr, sehr oft war. Nichts geplant und hat trotzdem funktioniert. Sensationell. Und WDR natürlich auch Rockballast. Und ich weiß noch, als zum ersten Mal der Peter Rüschel bei uns anrief, ob wir nicht Lust hätten, in Hamburg Rockballast in der Markthalle zu spielen. Vollkommen überrascht. Ja. Und es hat funktioniert. Rockball ist ganz, ganz viel zu verdanken. Ebenfalls eine großartige Künstlerin ist Alanis Morissette. Von ihr hören wir ein Lied über einen Kerl, der seine Hände in Unschuld wäscht. Analogmäßig so verkehre ich mit meinem Spannmann, mit dem Tom. Ne? Ob das auch alles so richtig ist, was ich mir ausgedacht habe. Und meistens sagt er dann ja. Manchmal sagt er auch, vielleicht nicht. Und dann gucke ich, dass wir uns handelseinig werden und dann machen wir das so, dass wir Spaß haben. Ich amüsiere mich da jedes Mal drüber, weil es ist der Einzige, der so kommuniziert, beziehungsweise die so kommunizieren. Das geht ja immer über seine Frau Tina. Ich kriege dann ein Foto von einer handgeschriebenen Liste. Das ist schon klasse. So arbeitet sonst keiner. Ja, Analog Man. Analog Man. Genau. Joe Walsh hat mir ja einen Song geschrieben. Jupp, ne? Genau so. Den gibt's. Mich sehr unterstützt gefühlt vom Kollegen. Ja. Also ich bin da immer sehr erschüttert, wenn ich gerade in meinem privaten Bekanntenkreis Leute, die das toll finden, dass jetzt dann womöglich irgendwann die Gebühren entfallen oder so. Um Gottes Willen. Ich bin Verfechter des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und Radios, weil das ist noch eine unabhängige Instanz, wo wirklich auch noch der Bildungsauftrag wahrgenommen wird. Wenn wir dem nachgeben, dann sind wir verloren. Dann ist ein weiteres Stück Zivilisation wieder weg, das nie mehr zurückgeholt werden kann. Also ich hoffe, dass man da stark genug ist, das durchzustellen. Was gibt's Neues aus dem Niedecken Camp? Ja, also diesen Monat, wenn wir die erste Vorveröffentlichung haben, freue ich mich schon sehr, vor allen Dingen auf die Reaktion der Leute. Ich denke, dass das ein Hammer wird. Und so langsam geht's dann tatsächlich los. Also wir überlegen uns, wie das mit der Präsentation geht, wie das alles so läuft und alles mal in trockene Tücher kriegen. Das ist schon viel Arbeit, muss man schon wirklich sagen. Ich freue mich natürlich drauf, wenn ich zwischendurch mal irgendwo eine Möglichkeit habe, auch selber mal wieder Musik zu machen. Aber das wird relativ selten sein, weil man würde sich ja auch jetzt nicht die Luft vorher wegnehmen, ehe dann eben mit BAP wieder aufschlagen. Mhm. Gibt es schon einen Albumtitel? Einen Albumtitel gibt es schon, den sage ich auch noch nicht. Okay, jo, dann alles klar. Danke. Thank you.
Wolfgang. Bitte schön. Dein Teil mal zum Angucken. Ja, herrlich. Ja, super. Also, es wird doch klar, was gemeint ist, ne, oder? Es wird klar. Wir haben ja nicht viele Leute dazu gefragt, wie sie es finden, aber ich denke schon. Also, es ist eine erkennbar, eine Bassdrum, die schleppt einer, der hat viel Arbeit und ja, alles gut. Ein bisschen griechischer Gott, ne? Der Atlas. Ne? Der Atlas, okay. Der Atlas, wir hatten zuerst hatten wir an Sisyphos gedacht. Finde ich auch gut. Atlas fand dann irgendwie... Passt irgendwie doch besser, ein bisschen besser. Sisyphos ist ja auch so ein bisschen vergeblich immer. Ja. Also deren Arbeit ist ja nicht vergeblich. Ja, hoffen wir zumindest. Ja, also designt hat das der Hans, der Freund von der Isis. Und ist der Illustrator oder macht ja, der macht beruflich T-Shirts, also macht bei Card arbeitet der. Ah, okay. Der hat, bei Card macht er ganz viele Motiv-T-Shirts. Okay. Das ist sein Job. Ja, und ein guter Kontakt. Und die waren ja jetzt zur Geburt meines Enkels, waren die ja in Köln. Mhm. Und dann Hans Ganze nicht mal gerade. Dann hat der Hans das mal gerade gemacht. Cool. Das war gut. Gute Nummer. Ja, die wollten ja nur einen Monat vor der Geburt. Das Kind sollte im Klösterchen geboren werden. Mhm, natürlich. Und dann einen Monat nach, so damit auch die Tina sich um ihre Tochter kümmert und einen Enkel. Und dann kam halt Corona und dann wurden dann letztendlich wurden 3 Monate draus. Ja. Wie ist es denn für euch mit Corona und was eventbezogen hat bei uns natürlich total reingehauen? Hat die ganze Merch-Nummer quasi mehr oder weniger frittiert so? Also hast du so von Bands und so, hast du jetzt weniger Aufträge? Oder? Wesentlich weniger. Ja. Also es sind natürlich ganze, wir hätten Blackfist zum Beispiel, wir hätten 50-Jähriges gehabt, hätten das erste Mal Merch gemacht. Wo ich auch mitgespielt hätte, ja. Haben wir bemustert und haben tolle Muster gemacht, das ist natürlich auch flach gefallen. Wird aber nächstes Jahr. Wird dann nächstes Jahr wahrscheinlich stattfinden. Aber für dieses Jahr hat das schon reingehauen. Die Musiker, die für mich arbeiten, das sind ja Leute, die arbeiten nicht nur für mich, die arbeiten ja auch für andere Acts, die alten Studiomusiker. Und da passiert einfach jetzt erstmal gar nichts. Also, Das kriegst du schon den Leuten klar gemacht. Aber was dahinter dann, die Crews oder nimm mal hier die Busverleiher, die Nightliner vermieten, PA-Verleiher, Lichtverleiher, alles hängen im Schatten. Wir haben ja auch keine Planungssicherheit. Also alles, was wir uns jetzt überlegt haben, was wir in diesem Jahr, dieses Jahr im September Album veröffentlichen, schöne Veranstaltung im Satori, so oldschool, ich erzähle zu jedem Stück was, wollten wir halt Twitter dann auf 70 und dann schön in der Köln Arena den 70. Geburtstag ordentlich so feiern mit Gästen. Ja, da habe ich noch ein bisschen Hoffnung, dass man das noch hinkriegt am 30. Das heißt, nach nächstes Jahr. Du machst kein Autokino-Konzert? Nein, das macht ja für uns auch keinen Sinn. Also ich denke so für Brings macht das Sinn. Ja, für die macht das Sinn, aber wenn ich mit einem neuen Album ankomme und den Leuten das Album zeigen will, das geht nicht, wenn du da im Auto sitzt und ich stehe auf der Bühne und soll mich auch plötzlich gegenüber Autos verhalten. Ich spiele nicht vor Autos. Habe ich nicht gelernt. Das kann ich nicht. Nee, und da machen wir lieber, also ehe wir irgendeinen Huddel machen, machen wir erstmal gar nichts. Ja. Und wenn dann die Gelegenheit günstig ist, machen wir dann richtig. Keiner weiß, wie lange das dauert. Keiner weiß nichts. Also auch während der Pandemie versuche ich natürlich fit zu bleiben, weil ich habe ja so eine Vergangenheit mit dem Schlaganfall. Ich muss schon sehen, dass ich fit bleibe. Ich habe auch irgendwann mal einen Bandscheibenvorfall gehabt. Also ich muss schon sehen, dass meine älter werdenden Knochen auch so funktionieren, wie ich das gerne hätte. Weil ich werde mich ja wieder auf die Bühne stellen bei Gelegenheit. Und das ist alles ansonsten erst dann anzufangen, wenn eine Tour bevorsteht. Das wird nicht funktionieren. Ich muss mich auf Dauer fit halten, damit das läuft. Ja, also wir befinden uns hier im Wohnzimmer der Familie Niedecken, wo natürlich auch so ein, wie heißt dieses Ding, ein Heimtrainer nennt man das, ein Heimtrainer aufgebaut ist, wo ich dann allmorgendlich mindestens eine Stunde vorm Fernseher sitze und mir entweder Serien angucke, Phoenix, weiß der Teufel, was gerade dann läuft, und mir ordentlich ans Schwitzen komme, weil das muss ich,
Das habe ich mal vernachlässigt. In der Phase, wo ich 60 wurde, hatte ich so viel Promo-Zeug, dass ich morgens nicht mehr dazu kam, Sport zu machen. Zu der Zeit bin ich immer morgens am Rhein vorbeigefahren, so ungefähr 30 Kilometer, also 15 Kilometer hoch, 15 Kilometer runter, und habe ordentlich geschwitzt bei Wind und Wetter und hatte meine Abwehrkräfte richtig auf der Reihe. Und dann habe ich da ein bisschen geschludert und dadurch hatte ja dieser Husten überhaupt die Chance, so stark zu werden. Und durch den Husten kam dann der Schlaganfall, weil sich da eine kleine Wunde in der Halsschlagader gebildet hat, durch dieses ständige Husten. Und daraus ging dann ein Gerinnsel nach oben ins Gehirn. Das war dann der Schlaganfall. Und das muss ja nicht nochmal sein. Ne? Also schön diszipliniert jeden Morgen ordentlich schwitzen. Ich wusste es nämlich gar nicht, was eigentlich ein Schlaganfall ist. Mich trifft der Schlag oder was weiß ich denn, was ein Schlaganfall ist. Ja. Und Gott sei Dank hat meine Frau ein bisschen mehr Ahnung davon gehabt. Wusste zum Beispiel, dass man nicht mehr in der Lage ist, irgendwie die Mimik zu verändern. Dass man auch nicht mehr sprechen kann. Man will zwar was sagen, aber weder die Mimik noch das Sprachvermögen ist da. Man guckt nur noch in die Gegend und denkt, warum läuft das nicht? Und plötzlich gingen die Bilder alle an der Wand, die gingen so hoch, die nahmen so amorphe Formen an. Der Teppich wanderte hoch. Und so, ich habe noch nie LSD genommen, aber so ähnlich muss das sein. So, und da habe ich gedacht, jetzt musst du mal auf den Balkon gehen. Habe meine Frau dann Gott sei Dank auf dem Weg zum Balkon getroffen und was ist mit dir los? Sie hat Gott sei Dank richtig reagiert, hat sofort einen Notarzt angerufen. Mein Mann hat einen Schlaganfall und innerhalb von einer halben Stunde war ich dann in der Neurologie und zwar in der Stroke Unit. Das ist auch sowas, was man nicht weiß. Stroke Unit ist das Ding, wo man nachfragen muss. Die Kinder mussten informiert werden, was ist, wurden Aufgaben zugeteilt, die teilweise auch so Beschäftigungstherapie waren. Also eine Tochter musste unbedingt in die Stadt und musste Papa einen Schlafanzug kaufen, weil ich habe keine Schlafanzüge. Im Krankenhaus braucht einen Schlafanzug. Solche Sachen alles. Ne? Und durch sämtliche Untersuchungen, alles Mögliche, alle Röhren, die man einen schicken kann, wurde ich auch geschickt. Und dann schließlich hat man dieses Ding dann mit einer Sonde, die in der Leiste in die Arterie ging, hoch aus dem Gehirn rausgeholt. Natürlich unter Narkose. Ne? Und dann wurde ich dann am nächsten Morgen wurde ich dann wach. Und dann standen meine drei Damen vorm Bett und guckten irgendwie. Und ich habe versucht, irgendwie was zu sagen, ging aber nicht. Der rechte Arm war gelähmt. Und das Erste, was sie dann mit mir gemacht haben, war, ich glaube, am zweiten Tag eine Gitarre mitgebracht. Und mal gucken, ob ich Gitarre spielen konnte. Und dann ging es in so eine Turnhalle. Wurde ich durch so einen Parcours geschickt mit, weiß der Teufel, so Barren aufgebaut, durch die ich laufen musste, Matten, so Hügel, irgendwie einen halben Parcours, das Ganze aber mit Gitarre singend. Also davon müsste es eigentlich Videoaufnahmen geben, das wäre der Hammer. Um zu gucken, was geht und was nicht, und eben auch um das anzutriggern, dass es wieder richtig geht. Deine ganze Zeit, bis du nun offensichtlich einer von den Älteren bist, denkst du nicht darüber nach, dass du irgendwann mal stirbst. Oder vielleicht nur in ganz dunklen Momenten. Am besten ist dieses Bild vom Horizont. Du sitzt am Meer und du weißt genau, hinter dem Horizont geht es ja weiter, wie der Udo auch schon gesungen hat. Ne? Also mittlerweile, wenn du dann älter bist, dann ist dann so, hoffentlich komme ich da überhaupt noch bis dahin, bis zu diesem Horizont. Und deswegen, das ist aber auch in Ordnung so, weil kannst du dir auch deinen Tag auch besser nutzen. Und du weißt, hast auch bestimmte Wertigkeiten, wo du auch dann auch weißt, das ist es mir eigentlich nicht wert. Brauche ich das oder muss ich das unbedingt oder mache ich mir das nicht lieber anders? Und muss ich alle zwei Jahre ein Album rausbringen und wieder in die Maschine, in die Mühle rein oder reicht das auch mal alle drei oder vier Jahre? Weißt du, man muss nicht als so eine Institution wie BAP ist jedes zweite Jahr eine Platte rausbringen, auch natürlich in dem Bewusstsein, die Leute wollen sowieso die Lieder aus ihrer Jugend hören. Teilweise musste mit den neuen Stücken wie mit stinkendem Fisch hinter den Leuten hinterher reiten. Also das ist nun mal in der Natur der Sache und ich kenne das ja von mir aus auch. Also, wenn ich mir Paul McCartney in der Kölner Arena angucke,
Ehrlich gesagt warte ich auch auf die Beatles-Songs. Wir arbeiten an dem Jubiläumsalbum der Föß zum 50-Jährigen und sind dann relativ schnell auf die Idee gekommen, das muss auf jeden Fall mit Gästen passieren. Also ich hatte 3 Songs zur Auswahl und habe gehofft, dass sie mich dringend eine mitsingen lassen würden, weil die Nummer für mich natürlich auch richtungsweisend war. Da verbinde ich auch ganz viel Emotionen mit. Auch beim Einsingen war ich auch immer bewegt. Das war so, was da alles für Filme im Kopf abgehen. Der Alemann steht für der Wirtschaftstür. Der so jenen Sehnen trinken. Also ich kann mich gut erinnern, zu der Zeit haben wir noch beim Conny Plank produziert mit Föß draußen im Wollparad. Und da bin ich dann auch, ich muss 79er waren gewesen, sind auch morgens wieder hingefahren, noch halb schlaftrunken. Und kurz vor der Abfahrt ins Studio, auf so einem Paul, auf so einem von der Post, hing ein Plakat, Bab rockt andere kölsche Lieder oder so ähnlich hieß das. Da ich gesagt, däh. Platte jetzt. Da ich gesagt, däh. Jetzt ist es zu Weg. Jetzt sind wir nicht mehr allein. Die Föß haben natürlich Pionierarbeit geleistet. Ne? Zu der Zeit, als ich noch als Kunststudent meine Bilder gemalt habe, habe ich im Radio Dring doch eine mitgehört. Habe auch vom Ambros der Hofer gehört. Und ist ja irre, da sind welche, die machen. Die machen auch im Dialekt. Musik, die man eigentlich aus England kennt. Ne? So, die ich normalerweise auch hören würde. Und ich fand das großartig. Dabei sind Happe Kerkeling, es ist Heino dabei, es ist Wolfgang Petri dabei, Ann-Mai Kantereit. Und sind einige bei, von denen ich noch gar keine Platten gehört habe. Man hat sich die Erfahrungen der Blackfish natürlich zunutze gemacht, weil man wusste, dass das irgendwie geht. Dass man, wenn man es richtig macht, dass die Leute das auch annehmen. Also was ich natürlich auf keinen Fall wollte, irgendwie Karnevalsmusik zu machen. Ich habe das weißt du auch, immer behauptet, Karneval war für mich immer schon Fluch und Segen zugleich. Ja. Ja. Weil durch den Karneval hattest du ein Wahnsinnsbrett, Bühne, um jedes Jahr dich neu zu formieren und neu zu etablieren oder präsentieren. Aber, und das ist ja bis heute bei vielen Leuten so, sind wir eine Karnevalstruppe geblieben, weil du eben im Karneval auftrittst. Ich habe das aber nie so empfunden. Ja, gut. Ich habe immer auch diese ganzen, Anfang der 70er, diese ganzen Bürgerinitiativveranstaltungen, wo ihr überall gespielt habt. Also, ihr habt auch im Karneval gespielt, aber ich habe euch nie als Karnevalsband gesehen. Ja. Ihr habt euch auch nie verkleidet. Ihr habt euch auch nicht angepasst. Nee. Die Blackfish spielen auch im Karneval. So what? Wir hatten die erste Platte, auch dann Bilder und Menschen unserer Stadt. Also nicht irgendwie Karneval, sondern Bilder und Menschen unserer Stadt. Wir haben uns immer verstanden irgendwie als Stadtmusik. Trink doch reine mit, stell dich nicht so an, du stehst jede ganze Zigarre. Ich habe mich daran erinnert, wie ich den Blackfish zum ersten Mal gesehen habe. Das war hier in jetzt heißt es Friedenspark, damals hieß das noch Hindenburgpark, auf einem Stadtfest. Mit einem charismatischen Frontmann, der Tommy hätte aus dem Telefonbuch vorlesen können, der hätte die Leute gepackt. Das war unfassbar. Der Karneval ist schon besonders hart. Also, ich weiß nicht, ob wir da noch lange durchhalten, also ob diese Schlagzeilen mitzumachen. Und jung natürlich, für die ja, ist halt also, ich bin ja einmal eine Nacht bei euch mitgefahren. Ja, mein lieber Mann, da ist heftig, ne? Boah, ja, der großen Respekt Morgen, anschließend. Ja. Ja. Ich fing irgendwo in Weiderswist auf so einer Mädelsitzung an und boah, am Schluss im Gürtel nicht mit dem Medizinerball. Zugucken warst du schon fertig. Ja, natürlich. Ja, aber auch da siehst du wieder die jungen Wilden, für die ist, die machen locker 200. So haben wir ja auch angefangen. Aber wir haben ja nachher dann, ich glaube, wir haben ein Limit gesetzt, 150 und haben gesagt, mehr nicht. Aber trotzdem 150 Auftritte, also jeder Auftritt eine halbe Stunde. Dann fahren hin, zurück bei Wind und Wetter. Das ist schon, also wenn du ins Alter kommst, nimmt das zusehends schwieriger wird das dann. Ne? Ich bin 71. Ich habe 3 Jahre Vorsprung vor Ihnen. Ich bin endlich mal der Jüngste. In dieser Runde die Jüngste. Next Action. Ja, genau. Der Kleine. Der Kleine.
Also mir würde echt was fehlen, wenn ich jetzt nur noch zu Hause sitzen würde und mir was ausdenke und es niemals auf die Bühne oder irgendwie an den Mann bringen könnte. Das würde mir wirklich was fehlen. Also wir befinden uns hier auf meiner Arbeitsetage. Ja, und hier an dem Schreibtisch sitze ich dann mit Reinblick und denke mir meine Sachen aus. Also das ist so eigentlich auch so meine Lieblingsstelle, da hier zu sitzen und meinen Blick da rausschweifen zu lassen. Jetzt im Herbst, wenn die Bäume unten sind, sehe ich den Rhein komplett. Das tut mir gut. Das ist auch wirklich auch ein Grund, warum das Album Alles fließt heißt. Die beruhigende Wirkung des Rheines versuche ich immer wieder zu erklären, aber vielleicht geht das dem einen oder anderen auch so, wenn er sich irgendwo ans Meer setzt oder am Fluss vorbeifließen lässt. Das beruhigt. Die meisten Songs sind hier an dieser Stelle auch entstanden. Auch wenn ich selber die Musik mache, dann muss ich allerdings einen anderen Stuhl nehmen, weil der Stuhl funktioniert nicht. Da habe ich immer Probleme mit der Gitarre. Das gibt nichts. Ab und zu mache ich natürlich auch so kleinere Collagen oder Illustrationen zu den Stücken. Momentan sind wir gerade dabei, dass ich eine Collage mache für so eine Geburtstagsedition von einem neuen Album. Wo ich aber so mal gucke, was sich so entwickelt und irgendwann mal, ach, das ist so, könnte es gehen. Also so habe ich eben auch Collagieren gelernt. Larry Rivers damals in New York, der war so einer, der bezahlte seinen Zahnarzt mit einer Collage. Da ging der morgens ins Atelier, hat was Schönes gemacht und dann ging er damit dann zum Zahnarzt und dann wurde er damit bezahlt. Bin noch nicht so richtig klar, in welche Richtung ich gehe, ob es mehr so in gedeckten Farben ist oder ob es etwas bunter wird. Bin ich gerade am Hin- und Herschieben. Wie es dann laufen könnte. Und ich muss dann auch selber immer merken, wo der Punkt ist, wo ich sage, so, jetzt stimmt's. Aber den kann ich aber nicht vorbestimmen. Das war auch, wenn ich die großen Bilder mache. Da sitze ich da Stunden vor und muss überlegen, muss noch was dazu oder muss sogar was wieder weg. Das macht aber einen Riesenspaß. Und wenn ich dann in dem Moment merke, wo ich sage, so, jetzt nicht mehr dran gehen, jetzt das Ganze nur noch verschlimmbessern, dann ist das Bild fertig. So diese ganze Präsentation von Musik und Kunst ist einfach so grundverschieden. Das sind so komplett zweierlei Szenen. Und mir gefällt die Musikszene deutlich besser. Also auch von dem, wie Leute Musik aufnehmen. Bei Ausgangseröffnung fühle ich immer irgendwie etwas unwohl. Das ist immer so. Wird immer getuschelt, mit dem Konzert wird nicht getuschelt, da geht's ab. Das gefällt mir besser. Also seit wir hier wohnen, habe ich ja praktisch auch die ganze Band in irgendeiner Form zu managen, zu verwalten, zu gucken, wie das mit den Tourneen geht. Also ist ganz viel Arbeit, die jetzt nicht unbedingt eine kreative Arbeit ist. Wenn ich eine neue Werkgruppe machen will, dann brauchte ich mindestens ein Jahr, wo ich mit Musik auch gar nichts zu tun habe. Da höre ich schön viel Miles Davis und Musik, die mich nicht ablenkt, rufe mich da ein und dann arbeite ich aber an großen Bildern. Die sind dann also mindestens 1,50 Meter mal 1,50 Meter groß und ich arbeite ja dann auch richtig mit schweren Materialien, also mit Lacken, mit Wandfarbe, mit Blei, mit allem möglichen schweren Zeug und in vielen Schichten. Also wenn man ein Beispiel dafür will, also damals dieses X für U-Cover, wenn man das aufschlägt, dann hat man auch so eine dieser großen Arbeiten da drin. Die Dinger sind richtig schwer, da brauchst du zwei Leute, um die durch die Gegend zu tragen. Meistens sind die Sachen natürlich auch mit Erinnerungen irgendwo aufgeladen. Irgendwie Sachen, die mich an etwas erinnern, wo was mit passiert ist. Und natürlich gibt es auch unglaublich viele Fotos oder Sachen, die mir befreundete Künstler geschenkt haben. Ob das jetzt Sebastian Kröger ist oder dieses große Bild von Wim Wenders. Also ich habe ja jede Menge Künstlerfreunde. Und natürlich das Schönste, was du einem schenken kannst, ist, wenn das wirklich so eine Arbeit ist, wo du weißt, dass damit hat derjenige auch was zu tun. Also Sebastian Kröger hat mir Keith Richard, Ron Wood und Bob Dylan geschenkt, als ich einen Schlaganfall hatte, damit ich gut drauf komme irgendwie. So diese der heiligen drei Könige, das hängt da.
Das ist unfassbar. Hat funktioniert. Der Vierungsturm sitzt ja mitten am Dom. Also du hast erstmal die zwei Türme, die jeder kennt. Und hinten, wo das dann geviert wird, also wo das Längsschiff und das Querschiff zusammenkommen, da genau drauf sitzt der kleinere Vierungsturm. Von da aus hat man einen wunderbaren Blick über Köln auf dem Vierungsturm. Das ist fantastisch. Also das ist eigentlich so meine Lieblingsstelle in Köln. Wann immer ich eine Gelegenheit habe, da hochzukommen, dann nehme ich die auch wahr. Und das war dann auch irgendwann, hier müssen wir irgendwas für das neue Album machen, Cover und die ganze Geschichte. Es ist ja tatsächlich nicht so, dass wir den Dom gefeatured haben, sondern den Ausblick vom Dom auf den Rhein, auf die Stadt. Ja, und da oben haben wir dann natürlich die verschiedensten Möglichkeiten geguckt, wie das Cover dann gehen könnte. Ja, also zunächst war die Idee, dass man das Panorama nur nimmt und mich komplett da raushält. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, dass es da etwas um Holzweg waren. Weil wir wussten so viel darüber und das weiß derjenige, der sich das Cover anguckt, der weiß das nicht unbedingt, was das soll. Und dann haben wir wirklich ein Porträt gemacht, wo ich auf den Rhein schaue. Und in der Sonnenbrille spiegelt sich dann der Rhein, also das, wo ich hingucke. Auf den Vierungsturm bin ich eigentlich erst aufmerksam geworden durch ein Foto, das der Kölner Fotograf Walter Dick gemacht hat. Und zwar 1946, also ein Jahr nach dem Krieg, als die Hohenzollernbrücke aber immer noch im Rhein lag. Das hat eine Zeit lang gedauert, bis die Brücken wieder aus dem Rhein gehoben wurden. Das war die letzte Brücke, die in Köln dann noch gesprengt wurde. Und die hat dann ewig lang im Rhein gelegen, hat die Schifffahrt natürlich auch blockiert. Naja, dieses Foto, das ist allerdings jetzt vom Nordturm aus fotografiert. Man sieht den Vierungsturm im Vordergrund und dahinter dann die zusammengebrochene Brücke. Also es ist immer, wenn ich das Foto anschaue, das hängt ja bei uns hier auch im Flur, immer wenn ich das Foto anschaue, denke ich, das kann doch nicht allen Ernstes sein, dass Menschen so bescheuert sind, sowas anzurichten. Ich habe viel, viel schlimmere Fotos gesehen. Schlimme Fotos toten Soldaten, KZ-Fotos und alles so, die berühren einen auch, ganz klar. Aber kein einziger Mensch ist darauf zu sehen und trotzdem ist der ganze Wahnsinn des Krieges vollkommen erkennbar. Also in den Monaten, wo wir auch sehr oft oben am Vierungsturm waren und fotografiert haben, haben wir auch noch eine Geschichte gemacht für das Jubiläum des Kölner Stadtanzeigers. Sie hat mich gefragt, ob ich da nicht irgendwie eine künstlerische Geschichte machen könnte. Und da habe ich mich daran erinnert, dass ich das vor vielen Jahren schon mal mit kleineren Mitteln, also mit Polaroids gemacht habe, nämlich die ganzen Rheinkilometer Steine, praktisch vom Godorfer Hafen bis zur Leverkusener Brücke, die alle mit ein bisschen Landschaft drumherum zu fotografieren. Und praktisch so Köln am Rhein. Ja? Eigentlich hätte man das auch dem Album beilegen können, wenn man gewollt hätte. Ich denke halt, wenn ich in so einer Phase bin, auch immer wieder auf Nebengleisen. Und die Nebengleise können auch ganz schön interessant sein. Die können dann auch wieder eine Abbiegung machen, die man auch wieder verfolgt. Und diese Fotos hintereinander, die erzählen eine wunderschöne Geschichte. Die erzählen eben auch die Geschichte von meinem Köln. Man hat mich gefragt, ob ich in dieser Serie Musikbibliothek für Kiwi über Bob Dylan schreiben würde. Thees hat ja da über die Hosen geschrieben, was ich sehr schön fand. Weil das ist sehr subjektiv darüber geschrieben. Ist jetzt nicht die 10.000. Biografie der Toten Hosen oder Bob Dylan, sondern subjektives Erleben. Wie hat Bob Dylan mich irgendwann abgeholt und mich nicht mehr losgelassen? Und das Ganze, mein roter Faden ist dann diese Reise, die wir 2017 durch Amerika gemacht haben, sozusagen auf den Spuren von Bob Dylan. Ich kann von diesem roten Faden dann immer wieder irgendwohin zurückblenden, war teilweise bis hin zu der Zeit, wo ich gerade angefangen habe, Musik zu machen und plötzlich Bob Dylan bemerkte. Also ich arbeite mit Papier und Bleistift. Ich schreibe immer auf der rechten Seite und auf der linken Seite kann ich dann Einfügungen machen, weil ich schreibe eigentlich in einem Fluss durch. Und ab und zu vergesse ich natürlich was und dafür ist dann die linke Seite zuständig, wo ich Einfügungen machen kann. Da muss ich auch Seiten nachher reinkleben, weil ich einfach dermaßen gesaut habe, dass ich mein eigene Worte nicht mehr lesen kann. I'm writers and critics who prophesize with your pen.
And keep your eyes wide, the chance won't come again. Wenn ich ein Buch empfehlen würde, dann, na gut, okay, es wäre wahrscheinlich für Dylan-Fans wäre es Chronicles, was der Meister selber geschrieben hat, haben wir unten. Du siehst, da sind viele Anmerkungen drin. Also das ist das beste Buch über Bob Dylan, was es gibt. Hat er auch selber geschrieben, natürlich nicht vollständig. Und aber ansonsten würde ich On the Road, Kerouac. Aber hier hast du die ganzen Beat-Poeten, ne? Jetzt hier Kerouac unterwegs. Da ist das Buch wirklich, weil ich, glaube ich, alle 10 Jahre nochmal lese. Und das ist natürlich interessant, wenn du das aus einem jeweils anderen Blickwinkel liest. Ich habe das zum ersten Mal gelesen, kurz vor 30. Und mittlerweile bin ich halt kurz vor 70. Ich habe es mindestens 5-mal gelesen. Was ein Aufbruch in die Freiheit war. Das hat auch wieder ganz viele Leute beeinflusst. Vor allen Dingen Bob Dylan. Wir waren auf der Rückfahrt, ich glaube, wir waren in Leipzig, haben Fernsehaufnahmen gemacht und aus Leipzig. Und kurz vor Köln denke ich auch, guck mal, was bei uns auf Facebook so läuft und sehe dann, dass jede Menge Fremdposter drin waren. Dann waren das so lauter Videos, die dieser, die so, gibt so einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt, das ist so ein Guru bei den Querdenkern, der dann zu bestimmten Themen Videos aufnimmt und das dann viral verbreiten lässt. Und ich denke, was ist denn jetzt los? Und habe da noch mal eins so geguckt und nee, das will ich ja nie auf meiner Seite haben, das geht nicht. Und dann haben wir die erstmal nur gelöscht. Hat aber nicht aufgehört, ging immer weiter. Und dann habe ich dann irgendwann geschrieben, so dass wir also das nicht wollen, dass da unautorisiert was auf unserer Seite gepostet wird. Vor allen Dingen nicht so ein Zeug, wo wir nicht hinterstehen. Und habe dann natürlich adressiert an liebe Aluhüter, Corona-Leugner und weiß der Geier was. Und habe dann am Schluss davon dann noch gesagt, Leute, und außerdem, ihr solltet wirklich mal darauf achten, mit wem ihr euch gemein macht. Wenn ihr zu diesen Querdenkern-Demonstrationen gehen. Du musst schon sehen, dass da auch martialische Geschichten ablaufen. Also Typen mit eindeutig erkennbar als Neonazis, mit in Frakturschrift schwarzen T-Shirts, wo irgendein Deutschland-Scheiß draufsteht und dann noch mit der Reichskriegsflagge rumgeht. Da musst du doch auffallen. Mit denen machst du dich doch nicht gemein. Das war eine fürsorgliche Ermahnung. Und das habe ich auch nicht gekannt, mein lieber Freund. Also auf einmal war ich der Nazi und ich kriegte ein Ding nach dem anderen, wo dann auch Leute von mir total enttäuscht waren, die ja immer Fan vom Niedecken mit 2G und vom Bab mit BAB. Und jetzt würden sie aber die Platten verbrennen. Und das ist natürlich auch schon wieder toll. Also wenn man anfängt, Platten zu verbrennen, das erinnert einen noch irgendwie an was, oder? Also im Endeffekt hatten wir dann wirklich über 40.000 Kommentare. Und das konntest du auch selber nicht mehr ausmisten. Das war, ein Fulltime-Job gewesen für mehrere Personen. Und dann kam dann, Gott sei Dank, gibt es so eine Vereinigung, die heißt Ich bin hier. Die haben uns dann geholfen, das zu bewerkstelligen. Aber mein Humor hat mir Gott sei Dank geholfen, damit klarzukommen. Also wenn du das alles persönlich nimmst, was da auch für Beleidigungen dann kam. Irgendwie unfassbar. Also wenn das einmal losgetreten wird, die versuchen ja, eine Bewegung zu sein, die mächtig ist. Ist allerdings nur ein Scheinriese. Also das sind immer die gleichen, das sind immer wie der Hase und der Igel. Die sind immer wieder an der nächsten Stelle, sind die gleichen Schwachmaten stehen dann schon wieder da. Also was den Impfstoff betrifft, bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Das ist so das Licht am Ende des Tunnels. Und ich glaube auch, dass wir werden ja keinen Putin-Impfstoff kriegen. Also ich glaube, unsere Behörden werden das schon ordentlich prüfen. Also da wird sich auch keiner schuldig machen. Die werden das ordentlich testen. Und wenn der dann zur Verfügung steht, werden natürlich erstmal die geimpft, die systemrelevant sind. Dann die Alten, wo ich dann so zähle. Aber ich würde mich impfen lassen. Ja. Sobald die Möglichkeit ist, würde ich mich impfen lassen. Also was wir alle sonst schon abgeschminkt haben, weiß man mittlerweile. Den Geburtstag einer Kölner Arena werde ich nicht feiern können. Das wird nicht gehen. Also dann hätten wir jetzt schon mit Plakatieren anfangen müssen. Und Ende März ein Konzert in der Arena, das werden wir nicht mehr hinkriegen. Also wir wüssten nicht, unter welchen Bedingungen das sein könnte. Die Sommerfestivals haben wir uns auch abgeschwenkt. Momentan hoffen wir noch, dass wir im Herbst spielen können.
Die Hallen sind gebucht, wird sich aber noch rausstellen, ob es wirklich Sinn macht zu dem Zeitpunkt. Ansonsten werden wir es noch mal um ein Jahr verschieben. Ich hoffe, dass ich in der Lage bin, mit meinen Kräften so Haus zu halten, dass wir mindestens noch eine ordentliche Tour erlauben können. Mal gucken, ob sie dann im nächsten Herbst ist oder dann im übernächsten Herbst. Natürlich werde ich auch nicht jünger. Ich bin innerhalb von 9 Tagen 2-mal Großvater geworden. Einmal am Aschermittwoch und dann eben entsprechend am 6. März. Am 6. März. Also es gibt sozusagen den Quinn und den Noah. Irgendjemand hat das mal abgekürzt letztens. Quinoa. Ich war schon ganz schön nervös, als du dann ins Klösterchen dann eingeliefert wurdest. Bei den Geburten meiner Kinder war ich bei allen Geburten dabei. Hier sitzt du zu Hause rum und bist am Warten, ob alles gut geht. Das war so seltsam, weil sich ja für uns alles verändert und gleichzeitig verändert sich die ganze Welt. Und irgendwie gibt es für uns gar kein Normal, zu dem wir zurückkehren können, weil wir haben halt jetzt ein anderes Normal und das ist mit Corona irgendwie verflochten, quasi. Ja, wir haben auch wirklich lange überlegt, ob wir überhaupt kommen, weil es irgendwie ja schon auch Verantwortung ist, die man da trägt und da niemanden anstecken zu wollen. Aber ich glaube, es ist auch für uns wichtig. Ich glaube, wir waren noch nie so lange Zeit nicht in Köln bei der Familie und jetzt mit Noah vor allem. Deswegen haben wir dann sehr lange eigene Hausquarantäne gemacht, uns in Berlin getestet, uns in Köln noch mal getestet, extra mit dem Auto gefahren, irgendwie alles so safe gemacht, wie es nur geht. Also ich glaube, man hat in den letzten 10 Jahren auf jeden Fall gemerkt, dass so der Fokus sehr zurück auf Familie gekommen ist, was vielleicht davor nicht so sehr war. Ich meine, da waren dann auch irgendwie Ereignisse, die das natürlich verändert haben. Wobei der Fokus schon auch immer gut auf Arbeit ist bei der Familie hier. Das ist ganz freiberuflich alles, ne? Das ist also, du hast einfach, du bist selbstständig, freiberuflich und da kannst du, wenn irgendwas zu machen ist, kannst du nicht auf Wochenende Wert legen. Das gibt's einfach nicht. Ne? Geht eigentlich immer durch. Geht eigentlich immer. Voll, aber es ist ja auch nichts Schlimmes. Also du halt, dafür hast du ja die Leidenschaft für die Arbeit oder für den Job. Dafür. Im Großen und Ganzen ist es schon super schön, dass Mama und du so gut zusammenarbeitet. Ich glaube, das ist schon eine ziemliche Besonderheit, dass Menschen, dass Eltern, ich glaube, in unserem Freundeskreis oder in unserer Generation generell, dass ihr noch zusammen seid, ist, glaube ich, schon ein ziemliches Merkmal. Und dass ihr so beschäftigt seid. Ihr könntet ja auch total gelangweilt hier rumsitzen und uns alle 20 Minuten anrufen. Was einem da alles wieder einfällt aus der eigenen Kinderaufzucht. Unfassbar. Wie schnell das geht, wenn du überlegst, das geht Zeit. So schnell. Ich habe, glaube ich, aus meiner Kindheit mehr Erinnerungen oder hauptsächlich nur Erinnerungen von uns im Urlaub und überhaupt gar keine von uns im Alltag. Ich meine, wenn man halbes Jahr im Jahr eigentlich unterwegs und auf Tour ist, ist das natürlich nicht so familienfreundlich. Aber das kannst du in einem Beruf wie deinem auch einfach nicht haben. Das hat doch nur deswegen funktioniert, weil die Tina das so sensationell geregelt hat. Tina hat beispielsweise nie jetzt den Kindern erzählt, Papa ist schon wieder nicht da. Dieses Thema ist gar nicht richtig aufkommen lassen. Es war auch total selbstverständlich, dass er halt auf Arbeit, aber dass du arbeiten bist, war total selbstverständlich. Und wir haben jeden Abend telefoniert und haben jeden Abend gute Nacht gesagt. Natürlich bin ich mit der Musik aufgewachsen, komplett. Und wir haben die Musik im Entstehungsprozess natürlich immer mitbekommen und waren ja auch oft mit im Studio. Und das ist schon ziemlich faszinierend und auch rückblickend total absurd, was wir da erlebt haben. Weil das in so legendären Studios war und mit so tollen Musikern. Und das kann man in dem Moment als Kind natürlich überhaupt nicht realisieren. Und jetzt so rückblickend irgendwie sind das so wahnsinnige Erfahrungen, wo ich mir so jetzt zurückwünsche, da noch mal hinreisen zu können und einfach nur in der Ecke im Studio sitzen zu können. Josie, sorry, mittlerweile Josephine. Wunderschöne Frau. Wenn ich so einen Text schreibe wie mittlerweile Josephine, dann achte ich schon sehr darauf,
dass das für die Kids auch okay ist, dass das denen nicht peinlich ist. Dass ich da nichts schreibe, was irgendwie peinlich ist, wo ich sage, Papa, muss das sein oder was. Das dauert relativ lange, bis ich das überhaupt jemandem vorspiele. In der Regel ist das dann, dass ich der Tina vorspiele. Ich war sehr gespannt, ob es durchgeht. Weil ansonsten hätte ich es nämlich entweder geändert oder gar nicht auf eine Platte gebracht. Wenn da irgendwie noch der Ansatz von einem schlechten Gefühl gewesen wäre. Ich will auf keinen Fall, dass das irgendwie jemandem peinlich ist. Und diese zentrale Frage, ob ich wirklich der war, den du dir gewünscht hast, geht an alle meine vier Kinder. Ich weiß nicht, ob ich immer der war, der du dir gewünscht. Von lauter Rock'n'Roll zu viel verpasst. Und die würden die wahrscheinlich auch alle unterschiedlich beantworten. Herr Wolfgang Niedecken, ich wollte dich mal von Herzen gratulieren zum Club der 70er. Die flotten 70er, aber eigentlich sind wir vom Club der 100-Jährigen. Wir sind doch mittendrin, wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Wolfgang, Hammerdinger, die du durchgezogen hast, was ihr gemacht habt mit den Babs und so, die Pioniere, Kölner Schnack, Schnackidi Schnack, Kölner Slang, Mundart, die erste Band in dem Stil. Und dann haben wir ja viele Sachen, Rocking Nazis, und mach die AKWs weg und schalt die Dinger ab in Wackersdorf und Bonner Hofgarten, das ist eine Friedensbewegung. Und wir haben immer zusammen am Stadion so viele fantastische Dinger gemacht. Und es ist auch wichtig für die Bundesrepublik Deutschland, da bleiben wir auch voll am Start. Also alles Liebe, Wolfgang, und wir sehen uns bald. Dein Udo. Yeah. Einmal legendäres Foto. Nummer. Ja. Happy Birthday, Wolfgang! Beste Grüße von deinen Kumpels aus der Landeshauptstadt. Auf dich, Papa. Prost, mein Schatz. Auf die nächsten. Die nächsten 700. Hey, Wolfgang. Älter werden ist nicht schwer. Älter sein, da jeden sehr. Happy Birthday. Eins, zwei und... Habt ihr irgendein Nee eingebaut, was wieder angeht, oder was? Wolfgang, alles Gute zum Geburtstag. Dein Freund, dein Bruder, dein Sohn, Klüsen, alles zusammen. Lass dich ordentlich feiern. Du bist ein echtes Nugget zwischen all den Steinen da draußen. Aha. Du musst es rausziehen bei dir. Ah. Hast du es antiquarisch gekriegt? Nee, ich hatte mir das gewünscht. Ich dachte, hier gibt es aber eigentlich nicht mehr. Ja. Und alle Hebel in Bewegung gesetzt. Googeln. Super, super. Hi Wolfgang. Bitte jedem nur einen 70. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Schmal. Siehst du, Mama wollte immer wissen, wie das eigentlich ist, Kunstlederband. Sensationell. Ja, das war dein erster, oder? Dein ja, erstes Musikinstrument. Ich wollte dazu erzählen, weil ich habe das alles gar nicht mitbekommen. Weil ich war ja Paul McCartney, ne? Ja. So, und konnte mir aber keinen Beatles-Bass leisten. Das Einzige, was ich mir leisten konnte, war irgendwie vor 130 Mark oder war aus dem Quelle-Versand ein Bass, der mit Kunstleder bezogen ist. Aber ich war trotzdem Paul McCartney. Und jetzt habe ich wieder einen Kunstleder-Bass aus dem Quelle-Katalog. Oder? Ja. Sensationell. Also war gar nicht so einfach, das aufzutreiben. Hallo Wolfgang, hier ist Heinz-Rudolf Kunze. Herzlichen Glückwunsch zum 70. Jubiläumstag. Ich bleibe dir auf den Fersen. Ich bin 64 und ich lasse dich nie aus den Augen. Oh, das ist vom Sebastian? Ja. Oh, Mann. Ich weiß, dass du jetzt... Das ist der Hammer, bin oder? Sehr gerührt. Schön, oder? Ist das geil. Lief Wolfgang, alles Liebe und Gute zum 70. Geburtstag von uns Donuts. Es ist und bleibt absolut inspirierend und beeindruckend, dass du in all der Zeit nie das Interesse daran verloren hast, dich für die Welt zu interessieren und zu engagieren, sozial wie musikalisch. Und dass du bei all den Irrungen und Wirrungen immer gerade ausgelaufen bist über die komplette Distanz. Muss man erstmal hinkriegen. Herzlichen Glückwunsch. Kennst du den? Ich habe davon gehört. Das ist Dylans Bourbon, Heaven's Door. Lieber Wolfgang, ich schlurf dir immer eine Elle hinterher, altersmäßig. Und ich hoffe, wir können dieses Spielchen noch lange treiben.
Und ich wünsche dir zu deinem 70. alles erdenklich Gute. Mach weiter Musik sowieso und bleib gesund und so weiter. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Das schneiden wir jetzt, gell? Weil Wolfgang sieht echt scheiße aus. Das schneiden wir überhaupt nicht, das ist genau so. Gib dem Papa mal das. Genau so. Hallo Wolfgang, liebe Wolli. Herzlichen Glückwunsch zu dem 70. Geburtstag und willkommen im Club. Und blieb gesund und blieb so ein bisschen verrückt, wie du bist. Alles hier ohne Zocken, ihr Wurzer. Alles hier ohne kleine Mann. Du kannst dich am Morgen verlassen. Ja, wir haben gedacht, wir feiern uns mal. Vielen Dank dafür. Lieber Wolfgang, du junger Spund, aus tiefstem Herzen wünsche ich dir alles, alles Gute zu deinem 70. Geburtstag. Ja, und ich wünsche dir noch weitere 70 Jahre und freue mich tierisch aufs Wiedersehen. Schön, dass es dich gibt. Peace. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, eigentlich hätten wir jetzt schon unsere drei Warm-up-Konzerte hinter uns und wären wahrscheinlich jetzt in der Köln Arena oder in der Lanxess Arena dabei, die Gästenummern zu proben. Aber naja, ihr wisst ja, dann kam alles anders. Also ich bin schon melancholisch. Also all diese Liebe, die mir hier widerfährt, das ist wirklich sehr unfassbar. Das ist ja nicht, also da kannst du auch nicht von ausgehen. Bitte, wegen diesem bisschen Rock'n'Roll oder was. Über diese ganzen Gedanken, dass es natürlich was anderes ist, wenn man 70 wird, als wenn man 60 wird. Wenn man 70 wird, weiß man, dass man im nächsten Jahrzehnt zwangsläufig wahrscheinlich in der Auslaufbälle endet. Dass man dann womöglich mit 80 dann keine 3 Stunden 15 Konzerte mehr machen kann, wenn man wahrscheinlich ein Viertelstündchen weniger spielen kann. Herzlichen Glückwunsch! Love!